Und da heiße ich euch herzlich willkommen zurück. Ja. Wir haben die Kackmünze. Was ist hier? Ich habe schon Sorgen gemacht. Sie sind zurück. Was wollt ihr? Ich bin neugierig. Was ist auf dem Gipfel? Sag's ihm. Dort leben die Herrinnen. Aber nur die Auserwählten dürfen sie zu Gesicht bekommen. Das weiß ich. Ich will... Mehr wirst du hier nicht erfahren. Ich hab die Münze, die du in den See geworfen hast. Sie riecht vermodert. Da kann ich nichts machen. Also, hältst du Wort? Das tue ich immer, mein Junge. Zeig die Münze dem Torwächter. Er weiß, was das bedeutet. Marika, mach dir das Tor auf. Geht jetzt. Das ging glatt. Du musstest ja nicht in dieser Höhle rumtauchen. Hör auf zu jammern. Du bist ein Hexer. Du hast schon in trüberen Gewässern getaucht. Ja, ich muss dir mal von dieser Zeugeljagd erzählen. Ich brenne. Marika, los. Make Marika great again. Hier waren wir nämlich. Damals standen wir ja hier vor der zuen Tür und wussten nicht, wie es reingeht. Wo ich dann noch gesagt habe, hier ist triggert bestimmt übelst das geile Event mal irgendwann. Ficken da oben auf dem Berg. Ich freue mich jetzt schon da. Alter, ernsthaft. Wie heißt du, Mädchen? Und du? Dein Name spielt keine Rolle. Auf dem Gipfel verlierst du ihn und bekommst einen neuen. Du kannst gehen. Und du? Ich habe die Prüfung bestanden. Hier ist der Beweis. Erkennst du das? Der Orden der Verächterin. Ein Todesurteil. War klar. Das war falsch. Ziemlich harter Kerl. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich suche Imlerit, du die Mumen. Avalach sagte, sie leben unter der Eiche, zwischen den Wurzeln. Auf keinen Fall. Ich suche Imlerit. Na gut, spielen wir drum. Schnick, schnack, schnuck. Nehmen Sie beide Papier. Verdammt, wir spielen nochmal. Imlerit ist gefährlicher als die Mumen. Ich sollte gegen ihn kämpfen. Ich bin nicht schwächer als du. Wir beide wissen, dass das nicht stimmt. Hör auf mich. Nur dieses eine Mal. Aber... Kein Aber. Gut. Sei vorsichtig. Gut. Du auch. Ich habe übrigens immer noch keine Handschuhe. Ich weiß nicht wieso. Ich muss da runter. Jetzt spiele ich natürlich als Ciri, weißt du, jetzt wo ich gerade mal nach meinen Handschuhen gucken wollte. Jetzt werde ich doch wieder vergessen. Ach Mist, ich muss wohl springen. Na dann, okay, go. Sie können ja keine Mutagene trinken. Keine.
Na, guck mal. In ihrer hübscheren Form. So wie sie auf dem Bild waren. Das ist Blut. Er lebte ein Leben der Liebe und kannte keine Bitterkeit. Lecker. Jo. Guck sie dir an. Muss ich gegen die Nacht kämpfen? Zum Glück nicht. Willkommen, Kind vom älteren Blut. Wir wussten, du würdest zurückkehren. Deine Geschenke liegten auf unseren Sonnen. Genug geschwätzt. Jawohl. Alter. Du wirst sterben. Ja. Ja, und. Die sind noch nicht tot. Tja, das habe ich mir auch gerade wieder. Imlerit ist bestimmt auf dem Gipfel. Wahrscheinlich. Wir haben doch aber einen Schuh an. Wieso werden wir uns in den Sequenzen nicht angezeigt? Merkwürdig. Jetzt kommen wir zumindest hier auch auf dem Gipfel. Oh, das ist ein Ort, der immer. Mit. Das war doch der.
Das Medaillon vibriert. Ja. Das muss ein Ort der Macht sein. Vollkommen richtig. Ach so, Alter. Eigentlich Meditation. Ich überhaupt nicht. Ist egal. Was haben wir denn hier eigentlich alles? Konter. Beim Eintritt in einen Kampf wird sofort ein Antonym hinzugefügt. Okay. Wirbel, zerfleischen, Wirkpunkte zu verbrauchen, außer zu den Schaden. Die gegnerische Verteidigung wird ignoriert und Chance auf kritische Treffer um 10% erhöht. Andere Punkte erhöhen den Gesamtschaden um 33%. Ich finde den Konterpunkt hier gar nicht so schlecht. Übrigens sind auch die zwei Slots da immer leer. Also der für das Absurd und der andere. Wo der BS-Absurd und überlegener Vollmond sind, sind die leer. Okay. Habt ihr mit uns rechnet? Also hat jetzt eine Mumie überlebt, habe ich das richtig verstanden? Succubus. Guck ihn an. Der Ritter, ein glänzender Rüstung. Die Schwestern sagten, du würdest kommen. Sie haben es auf dem Wasser gesehen. Das Mädchen haben sie nicht gesehen. Aber sie ist mit dir gekommen, oder nicht? Ich bin alleine hier. Eine Lüge, die nichts ändern wird. Erst du, dann sie. Wie kann er nicht so groß und kräftig sein? Elfen sind doch filigran und so. Ach so. Aha. Die fandst du gut, oder? Ach so, möchtest du hier die? Ich glaube nicht wirklich, dass ich so langsam bin, mein Freund. Ich bin genau in ihn reingerollt. Das hast du mal. Ich kann ihn nicht kontern, glaube ich. Ja.
Wer hat dir beigebracht, so zu kämpfen? Der Hexer, den du erschlagen hast. Alter. Alter, Lord Vader. Okay. Tausend Erfahrungspunkte, leck mich im Sack. Wir haben's geschafft. Gerade so. Wie lief's da unten? Ich habe nur zwei der Mumen getötet. Die dritte ist geflohen. Mit Wesemirs Medaillon. Meinem einzigen Erinnerungsstück. Hierher zu kommen war eine gute Idee. Ich wusste, dass wir es schaffen. Von Anfang an. Mich auch. Jetzt müssen wir noch Eredin finden und töten. Nicht so schnell. Wir brauchen noch den anderen. Ein Urin für deine Gedanken. Was soll ich nur Yennefer sagen, wenn wir wieder in Novigrad sind? Sag ihr die Wahrheit. Immer. Ob Triss und Yennefer die Zauberinnen der Loge gefunden haben? Na, gute Frage. Wir sollten wieder zu ihnen stoßen. Noch nicht. Nicht so schnell. Ich bin alt. Ich muss mich erst ausruhen. Hm. Das bist du und das sollst du. Hey. Lass uns noch etwas bleiben. Aber wir werden jetzt hier nicht so durchgeskriptet, oder? Wir können uns hier schon so ein bisschen frei bewegen. Hoffe ich. Alter, wenn ich so irgendwas da gelassen, was ich mir hier snacken kann. Mir liegt eine magische Eiche. Das ist ja frech. Das kannst du jetzt nicht tun. Ich kann nicht mal meditieren. Na gut. Würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge.